Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Bundestagswahl liegt 8 Tage zurück. Wirklich Klarheit über die nächste Regierungsbildung haben wir noch nicht. Es bewahrheitet sich in diesen Tagen, dass wir mit dem, worauf wir im Wahlkampf immer hingewiesen haben, dass das gegenseitige Ausschließen von Koalitionen niemandem hilft und wahrscheinlich die Regierungsbildung erschwert, dass diese Voraussage richtig war. Allerdings fragt man sich auch, von welchen Erwartungen vor allen Dingen die Sozialdemokraten ausgegangen sind in diesem Wahlkampf. Niemand hat doch ernsthaft geglaubt, dass Peer Steinbrück in dieser Woche in der Lage ist, über eine rot-grüne Bundesregierung zu verhandeln mit einer klaren Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das, was die SPD jetzt besprochen hat und was Sigmar Gabriel als Verfahren vorgeschlagen hat, mag ihm über die nächsten Tage helfen. Der ein oder andere mag es auch als schlau bezeichnen. Ob das für die Sozialdemokraten der richtige Weg ist, das wage ich zu bezweifeln. Aus meiner Sicht ist es für die Mitglieder in der SPD eine Zumutung. Was am Ende dabei herauskommen wird, ist aus meiner Sicht sehr übersichtlich. Wir werden jetzt mehrere Wochen sehr energische Verhandlungen erleben zwischen Union und SPD. Es wird viele Probleme geben, die öffentlich hin und her gewälzt werden. Am Ende wird es eine Einigung geben zwischen Union und SPD. Und dann haben die Mitglieder im angekündigten Mitgliederentscheid der SPD die Möglichkeit, entweder für die Große Koalition zu stimmen oder für Neuwahlen. Das grenzt in der Tat auch ein Stück weit an Erpressung der sozialdemokratischen Basis. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller gewesen, die Basis erstmal zu befragen, wenn man sie denn überhaupt befragt, mit wem man Koalitionsverhandlungen aufnimmt und sie nicht vor vollendete Tatsachen zustellen. In diesem Zusammenhang will ich auch daran erinnern, das spielt ja im Moment eine erhebliche Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die Auseinandersetzungen über das Thema Steuererhöhungen, die jetzt wie ein schweres Problem zwischen Union und SPD im Raum stehen, so schwer nun auch nicht als Problem zu bewerten sind. Peer Steinbrück hat im Wahlkampf schon relativ deutlich gemacht, dass er sehr darauf bedacht ist, für niemanden große Zumutungen als Kanzler durchzusetzen. Warum sollte das jetzt ohne Kanzlerschaft für die SPD so ein drängendes Problem sein? Ich glaube nicht, dass wir beim Thema Spitzensteuersatz oder Ähnliches am Ende wirklich eine notwendige Kurskorrektur der neuen Bundesregierung erleben werden. Wir werden etwas Ähnliches erleben, was wir schon mal kennengelernt haben in der Bundesrepublik, in mehreren Regierungen, auch in der letzten Großen Koalition, dass für die Kosten, die natürlich zu tragen sind beim Thema Euro-Rettung, genauso wie bei der Bankenrettung von 2008/2009, die bis heute nicht refinanziert ist, vollständig natürlich die kleinen Leute am Ende draufzahlen werden. Wir haben als Linke keinen Grund, von dem abzuweichen, was wir vor der Wahl gesagt haben. Für uns geht es um Inhalte, für einen Politikwechsel. Es geht um Mindestlohn, Mindestrente, Mindestsicherung, andere Themen. Und wir haben es angekündigt, und dabei bleibt es, wir werden auch die Zeit bis zur Regierungsbildung nicht versäumen, sondern die Zeit im neuen Bundestag nutzen, um Mehrheiten dort auf die Probe zu stellen und solche Vorhaben wie den Mindestlohn oder auch die Abschaffung des Betreuungsgeldes durchzusetzen, Inhalte entscheiden. Wenn ich das nehme, womit die Parteien in den Wahlkampf gegangen sind, dann gibt es für diese Projekte eine Mehrheit von 319 zu 311 Stimmen im Deutschen Bundestag. Dankeschön.